Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem weiteren Push-Video. Eins von drei, das ein bisschen verwirrend ist. Ich drehe das Intro jetzt zum zweiten Mal. Dasselbe, fast dasselbe für das andere Video. Beziehungsweise ich weiß nicht mal, welches von den drei zuerst kommt. Auf jeden Fall pushe ich heute drei Pokémon. Aber die Videos werdet ihr erst in der Zukunft sehen. Weil diese drei Pokémon brauche ich für die Solo-Raids. Und das habe ich heute alles gemacht. Aber wie gesagt, die Videos werde ich erst im Verlauf der Woche, in den nächsten Wochen hochladen. Dementsprechend hier ein Teil, der jetzt in der Gegenwart gedreht wird. Für euch macht es keinen Unterschied. Und dann der Teil, wo ich das Pokémon in der Arena teste und dann das Abschlusswort und vielleicht noch ein paar Details kommen dann, werden dann in der Zukunft gedreht. Wie gesagt, für euch macht es keinen Unterschied. Dann seht ihr einen Cut und dann habe ich womöglich andere Sachen an und eine andere Frisur, weil ich Argestein geben muss oder so. Aber heute pushen wir meinen 100% Pinsir. Pinsir, momentan mein Lieblings-Pokémon. Hat verschiedene Gründe. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu, wie ich darüber rede. Aber laut GamePress die zwei besten Attacken Käferbiss Kreuzscherge. Käferbiss hat es bereits, Bugbite. Und Kreuzscherge müssen wir uns jetzt durch TMs. Mein Gott, Moment. Das ist ein Pokémon. Das Wieso fange ich mir noch schnell? Ich sag nein. Ich sag nie nein zu Bonbons und EP. Direkt great. Wie gesagt, TM muss ich jetzt verwenden. Charge TM für Kreuzscherge. Zwei Käferattacken. Pinsir will ich gegen Simsala 3er Solo Raid verwenden. So, Items. Charge TM. Search. Pinsir. Das Krasse ist, ich habe ihn 100% genannt, aber die Suchfunktion findet immer noch das Pinsir. Close Combat vergessen. Ja. Vice Grip. Vice Grip ist nicht das, was ich haben will, oder? Da steht Vice Grip ist. Klammer ist Vice Grip. Nee, das ist das Schlechteste. Oh mein Gott. Richtig schlecht. Noch einmal. Der kann Endspiel attacken. Das ist end schlecht. Aber zum Glück beim zweiten Mal geschafft. Kreuzscherge. Huh. Der hätte. Was hätte er lernen können? Nahkampf. Close Combat. Überroller. Und wieder Teil. Der hat Endspielattacken, der hätte noch Ding lernen können. Nahkampf und Übergoller. Das waren nur 33%, dass ich es bekomme. Glück gehabt. Jetzt kann ich ihn pushen gehen. So, jetzt kann ich ihn pushen gehen. Wie gesagt, mein Lieblings-Pokémon. Nochmal hier die IV, damit ihr sehen könnt, dass der 100% ist. Bester Satz: HP, Attack, Defense, 15. Ihr wisst, der Kollege Milos hat mir Bescheid gegeben, hat mich sogar angerufen. Damit ich den erwische. Und sonst hätte ich den echt verpennt. Und dann hat er genau da angerufen. Und ich wollte halt nicht rangehen, weil ich wollte nicht, dass der Text verloren geht. Und dann habe ich ihn dann weggedrückt, dann schnell auf Posten gedrückt, ging. Und dann hat er nochmal angerufen, zum Glück. Euer Danke. Ich blende mal ein, unseren Chatverlauf. Eigentlich richtig lustig. Und echt dankbar für ihn. An ihn. Weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ungelogen, ein paar Sekunden später und ich hätte es nicht mehr geschafft. Ich habe U-Bahn genau richtig erwischt. Müsste es gleich soweit sein. Ich hatte eigentlich vor, den zu überpushen, aber werde ich doch nicht machen. Hat es mir halt überlegt, weil das echt mein Lieblings-Pokémon ist, aber scheiß drauf. So, das ist der vorletzte Push.
Jetzt kommt der letzte eigentlich, wenn ich den überpushen will, dann müsste ich jetzt aufhören. Aber wie gesagt, egal. Sonst wäre er sogar über 2,8. Na, über 2,8 wäre er nicht gekommen, aber das war's. 2,37, schöne glatte Zahl. Aber wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen verwirrend. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Schnitt machen. Keine Ahnung, wann dieses Video hochkommt. Aber wenn, dann wird es in der Zukunft sein. Für euch, wie gesagt, macht es keinen Unterschied. Aber ich werde den Rest des Videos erst in der Zukunft drehen und dann hier zusammenfügen. Sprich, ich werde dann andere Sachen anhaben, ein bisschen anders aussehen. Haare geschnitten haben oder so. Und dann werde ich das Pinsel in einer Arena testen, ein bisschen mit dem kämpfen. Und dann noch ein paar andere Sachen sagen. Also bis dahin. So, das war vor Ewigkeiten. Moment. Das war vor Ewigkeiten, als das gedreht wurde und ich den gemaxt habe. Seitdem kein Geheimnis mehr, dass Pinsir mein Liebling ist und dass ich ihn bereits auf Max gepusht habe. Er kam im Battle gegen Julian vor. Sein Lieblings-Pokémon, Kramurks, das habe ich auch gemaxt, weil ich verloren habe. Teil 1. Konnte er sich was aussuchen, hat er sich Kramurks ausgesucht. Und da ist gerade ein bisschen Tumult draußen. Das passiert, wenn man im Hasenbergl wohnt. Okay. Auf jeden Fall, ich habe Pinsir gemaxt für Simsala 3er Solo Raid. Ich habe es mal gegen ihn versucht, einmal bisher leider nur. Danach kamen die Legendären und seitdem nie wieder natürlich. Jetzt Ende August müssten die Legendären weggehen und dann schauen wir mal, ob ich nochmal einen Versuch gegen Simsala mache. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die sind schwieriger geworden. Also letztens habe ich einen Aquana versucht und ich bin dran gescheitert. Obwohl Aquana, ich habe den mit 20, 30 Sekunden Restzeit besiegt und dann auf einmal schaffe ich ihn nicht mehr. Also keine Ahnung, was da los ist. Genau dasselbe letztens gegen Machomai. Ich habe den ohne irgendein Team, ohne Vorbereitung fertig gemacht. Und letztens habe ich ihn mit einem guten Team nicht mehr geschafft. Also falls sie die Dreier-Raids schwieriger gemacht haben, dann habe ich keine Chance gegen Simsala, weil beim letzten Mal bin ich bereits daran gescheitert und da hatte ich ein gutes Team. Unter anderem Pinsir, weil Käfer eigentlich gut gegen Psycho ist. Theoretisch dann eigentlich auch gut gegen Mewtwo. Aber Pinsir hat voll abgekackt gegen Simsala. Das war voll der Fail, also werde ich es auch gar nicht gegen Mewtwo versuchen. Vielleicht mache ich mir einen Shergox gegen Mewtwo. Ein Hundemon auf jeden Fall, weil der Unlicht ist, aber mal schauen, ob Shergox auch, keine Ahnung. Ansonsten natürlich versuche ich ein paar Despoter Raids jetzt demnächst zu machen, weil ich brauche noch ein paar mehr Despoters. Ich habe noch einen guten Navita, den ich entwickeln kann, aber ja, das war es eigentlich auch schon. Da brauche ich noch ein paar mehr Despoters. Ich will eigentlich Minimum 6 haben. Aber das war's. 100% Pinsir gemaxt, mein Liebling. Gegen Simsala, leider vollkommen nutzlos. Sprich gegen Mewtwo wahrscheinlich demnächst auch vollkommen nutzlos. Aber mein Liebling, den muss ich maxen und pushen. Shoutout an Milos, ohne ihn hätte ich ihn nicht erwischt. Guter Kollege. Und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.